Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari. Yo. Ja. Yo, zurück zum Thema Musik machen. Ihr habt eigene Lieder auch geschrieben und da gibt es eine CD oder ein Album, früher hat man ja noch CD gesagt, das heißt Céline. Richtig, genau. Okay. Und das habt ihr zusammen veröffentlicht mit eigenen, also mit selbst komponierten Songs. Genau. Das ist eigentlich, also es ist eine EP, weil da sind nur 6 Lieder drauf. Mhm. Und 2016 haben wir sie veröffentlicht. Ja, okay. Korrekt. Ja. Und alles, tatsächlich, habt ihr alles einspielen lassen auch? Oder, also, oder eingespielt im Studio, im richtigen? Ja, wir haben das einfach zu zweit gemacht und sind dann bei, wir waren bei What Matters Studios in Erlinghausen. Ja, What Matters Studios. What Matters Studios, ja. Wohin sonst? Also, Henning ist großartig. Ja, es war wirklich gut. Also vor allen Dingen, weil das einfach auch unsere erste CD war, die wir dann auch mit auf die Bühne nehmen wollten zum Verkaufen und dann dachten wir möchten gerne gute Aufnahmen haben und die bekommt man da. Ja, und das war auch noch vor dem Online-Geschäft, ne? Vor dem Streaming, diesen Spotify und so, da hat man einfach auf das Pferd EP-Album, CD was Greifbares noch eben gesetzt. Ne? Ja. Also wir wurden auch tatsächlich nach CDs gefragt bei unseren Konzerten und dann mussten wir halt immer sagen, nee, wir haben noch keine, aber bald irgendwie. Ja. Und wir hatten beim Aufnehmen auch den Anspruch, das so einzuspielen, wie wir die Songs auch live machen. Weil viele nutzen da ja Overdub und hauen da irgendwie noch ein Schlagzeug oder eine Bassline drüber. Mhm. Und dann hast du diese CD, hörst sie und denkst so, ja, oh geil, gucke ich mir an, live. Und dann kommt das aber gar nicht. Ne? Ja. Das finde ich, das ist immer ein bisschen schwierig. So, ne? Kann auch richtig cool sein, aber wir wollten das halt zumindest so, für die erste. So wie es ist. Ne? Genau, also man kann ja irgendwann nochmal drüber nachdenken, ob man nicht doch mal was mit Band macht einfach. Weil das kann ja auch schön sein. Ja. Da würde ich allerdings auch zur Release-Party dann halt auch mit der Band spielen, so wie es dann halt auch ist. Ne? Ja. Ihr habt auch vereinzelt neue Lieder immer wieder veröffentlicht, wenn ich das richtig im Auge habe. So. Ja, genau. Ja. Aber tatsächlich, also man kann sich auf unserer Homepage auch Videos angucken, wo also ein, zwei Songs von uns sind, die ein bisschen neuer sind, die nicht auf der CD sind. Aber wir haben jetzt noch nicht wirklich im Studio aufgenommen oder so. Mhm. 2 Songs sind jetzt auf Spotify von der alten CD. Das heißt, auch da können wir auch da kann man sich das anhören. Ja, schön, ja, cool. Genau. Ja, diese Produktionsarbeit ist ja auch Musik machen. Wie läuft das bei euch im Alltag? Gerade wenn man jetzt auch ein Ehepaar ist, habt ihr eine Art feste Rituale, was auch Proben und Vorbereitungszeit angeht? Oder? Also es ist schon mal leicht, Probetermine zu finden. Ja. In der Absprache. Ja, die Katzen machen das mit den Kalendern. Ja, die managen alles, das ist richtig. Also, so ehrlich gesagt, also die meisten Erfahrungen oder ich sag mal so Experimente oder musikalische Dinge machen wir tatsächlich auf der Bühne, weil wir sind fast jedes Wochenende unterwegs und wir spielen auch öfter so Hintergrund-Gigs, wo man sich dann auch so ausleben kann, sozusagen. Okay, wo der Fokus jetzt nicht immer nur auf euch beiden die ganze Zeit ist. Und spielt ihr dann vom Notenblatt auch oder du? Also nach... Oder hast du deine eigene Unterlagen dann dabei? So? Ja, nach Akkorden und manche Texte, die noch neu sind oder so, die habe ich dann tatsächlich auf einem Tablet dabei, dass nichts schief geht. Ja. Also wir proben öffentlich sehr gerne. Ja, ich meine, wenn man das dann irgendwann drauf hat, ist das ja auch echt Königsklasse sozusagen. Außer natürlich, ne, wenn jetzt irgendwie Hochzeiten anstehen oder so, das bereiten wir natürlich zu Hause vor. Das wäre schlecht. Also klar, wenn da neue Kundenwünsche zukommen, dann müssen wir jetzt auch erstmal überlegen, okay, wie strukturieren wir den Song, was für ein Arrangement, wie wollen wir das spielen und
Das geht dann am besten zu Hause. Ja. Und wenn ich halt, also bei den meisten Songs ist halt die Gitarre und Jennys Stimme da. Und das ist dann natürlich einfacher, wenn man sich verhaspelt, wieder reinzukommen, als wenn du da mit einer 5-Mann-Band stehst. Ja. Und wenn einer raus ist und dann bricht das Ding. Ja. Dann bricht die Hütte zusammen wie so ein Kartenhaus und ich selber kann mich dann noch retten. Also ich habe sowas sogar gezielt geübt, dass ich einfach ein Verspieler einbaue so und jetzt musst du dann wieder rauskommen. Okay, cool. Das ist für den Ernstfall geprobt. Ja, wir haben da manchmal ganz schön viel Spaß. Ja, ja, das ist teilweise ein bisschen nerdy, aber naja. Ist halt ja, er spielt halt irgendwie so ein tolles Solo und ich denke so, wow, was macht Andi denn da? Und Andi so voll der panische Blick so und er spricht in seinen gefrorenen Grinsen so, ich muss hier auch wieder raus. Wie finde ich den Weg zurück? Ja. Oh, aber genau das gleiche ist mir letztens auch passiert bei irgendeinem so One for All, so ein Tuck und Patty Stück, wo es dann so ein Improvisationsteil auch für Gesang gibt. Und dann dachte ich so, jetzt mache ich mal das richtig toll. Und dann musste ich aber auch da wieder raus. Und ja. das war schwierig. Und das war nicht so ein Nebenbei-Auftritt, sondern mit dem Fokus. Ja, das war natürlich mit Zuhören. Ja. Aber nicht schlimm. Fehler passieren und manchmal ist es auch einfach lustig. Ach, das ist so gut zu hören, ne? Wenn man das mal bei anderen mitkriegt. Ja, es läuft halt nicht alles perfekt auf der Bühne, liebe Leute. So wie im wahren Leben. Genau. Ich fand auch gar nicht, dass das ein Fehler war. Es war halt improvisiert und... Ja, es ist dann immer Jazz. Wenn irgendwas falsch läuft, ist es Jazz. Yeah. Also eigentlich ist das Improvisieren ja, was wir täglich machen. Mit zum Beispiel mit der Sprache. So, du hast ein gewisses... du hast irgendwie einen Wortschatz und den setzt du ein. Du überlegst dir morgens ja nicht so, was spreche ich heute, sondern man improvisiert und unterhält sich. Und so ähnlich ist das mit der Musik halt auch. So, dann kennt man irgendwie die Tonleiter so und da versuche ich jetzt wieder rauszukommen. Ich hörte davon, als Gitarrenanfänger, weiß ich noch nicht mal, ob ich mich so bezeichnen darf, aber wenn jemand da ist, der Gitarre spielen kann, erzählt er immer so ein bisschen von den Grundlagen und dann denke ich immer so, oh Mann, es fühlt sich an wie Schule, ich verstehe nichts. Oh nein. Ja, das ist schwierig. Theorie, also diese pure Theorie, das ist wirklich schwierig. Ich versuche das mit meinen Schülern so ein bisschen mit der Stimme. Ja, ich unterrichte Gitarre. Wow. Meine Telefonnummer ist... Ja, genau, zum Schild reinhalten. Das ist, oder vielleicht andersrum, mein Gitarrenlehrer sagte mal zu mir, was du nicht singen kannst, kannst du auch nicht spielen. Und da habe ich Jahre drüber nachgedacht und dachte, was zur Hölle? Und inzwischen... Das war ein Gitarrenlehrer oder Gesangslehrer. Genau. Aber letztendlich ist es das, was du spielst, ist, also du bringst dein Instrument, also egal was es ist, kann Gitarre, Klavier oder so, Blasinstrumente sind sehr nah dran, du bringst das Instrument zum Singen. Und dabei brauchst du gar keine Tonleitern, sondern es ist alles irgendwo ein Feeling in dir drinnen. Du musst einfach nur die Töne finden auf dem Stück Holz, was halt nicht zu deinem Körper gehört, aber deine Stimme gehört ja zu deinem Körper. So, das ist irgendwie... Und da dachte ich, jetzt habe ich es vielleicht verstanden, was er gesagt hat. Ja. Wir arbeiten dran. Das schließt ja förmlich super an die nächste Frage, die ich mir ausgedacht habe. Du baust das Instrument auch noch selber mit deinen eigenen Händen. Ja. Unglaublich. Ja. Wie kam es denn dazu? Bist du ein Tischler, Modellbauer? Wie kam es dazu? Also ich habe mal eine Ausbildung zum Tischler gemacht, weil man muss ja irgendwas lernen, ne? Okay. Genau, und als Jenny angefangen hat, Ukulele zu spielen, da hatte sie so zum Einstieg so ein quietschgelbes, günstiges Ding, was so klingeling und du konntest das nicht stimmen und so wirklich. Ah, die Ukulele, ja. Okay. Genau. Ja. Und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, okay, zum Geburtstag will ich meiner Frau eine Ukulele schenken, und zwar eine selbstgebaute. Und dann bin ich im Keller verschwunden. Krass. Und dachte so, scheiße, ich habe gar kein Werkzeug. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, hast ein halbes Jahr Zeit.
Und also zu der Zeit habe ich Fenster montiert und diese ganzen alten Hölzer, also die alten Holzfensterrahmen, wurden weggeworfen. Und irgendwann konnte ich mir das einfach nicht mehr mit angucken, diese Verschwendung einfach von so schönen Hölzern, und habe die mitgenommen, quasi okay. vor dem Abfall gerettet. Ja. Und ja, anfangs habe ich daraus irgendwie Vogelhäuser und so ein Zeugs halt irgendwie gebaut. Und aus den Hölzern ist dann die erste Ukulele entstanden. Und auf der haben wir auch die CD eingespielt. Stimmt, die ist sogar auf der CD drauf. Die ist auf der CD drauf. Ja, okay. Ins Design hinten mit eingebunden, wo die Songs dann draufstehen. Genau. Hinten ist das Muster, das er mir da reingeschnitzt hat. Geschnitzt. Genau. Also du bist tatsächlich pünktlich fertig geworden. Pünktlich, ja. Wow. Pünktlich. Aber ein halbes Jahr vor dem ist natürlich echt Respekt. Oder? Ja. Wow. Vor allem erstmal ein YouTube-Studium absolvieren. Ne? Ein heimliches. Wie geht das? Ja, vor allem, wie kann ich das toppen? Weißt du, wenn du sowas zum Geburtstag kriegst, was macht man dann? Das muss er nicht. Ich wollte es einfach. Ich wollte ein Instrument bauen. Ich habe das irgendwann vorher schon mal versucht. Und habe mehr oder weniger so eine viereckige Gitarre mit so einem gebaut. Und das war wie früher kompletter Müll. So, mit Paketband haben wir, glaube ich, auch mal versucht. Ja, so Schuhkarton, Gummibänder, Ding und sowas, ja. Ja. Aber, also, ja. Ja, cool. Ja. Und das heißt, du hast jetzt sogar schon Aufträge oder du machst das? Und verkaufst du die oder? Ich mache das erstmal nur hobbymäßig. Also ich habe mir so ein paar Werkzeuge angeschafft und immer wenn ich Zeit habe, gehe ich dann basteln, nenne ich es. So, ja. Und also ich sag mal so, im erweiterten Freundeskreis verkaufe ich die dann ab und zu mal günstig zum Selbstkostenpreis. Oder ich habe auch schon das ein oder andere verschenkt. Weil dadurch, dass es alles Handarbeit ist, sind halt immer irgendwelche kleinen optischen Fehler dran oder das ist mal irgendwie nicht so ganz rund gelaufen. Mhm. Und so, und dann, dann verschenke ich die teilweise auch, ja. Und, weil sonst wäre die Hütte voll. Ja, voll schön. Stimmt. Und die Menschen freuen sich wahrscheinlich wie verrückt. Ne? Und das fördert wieder die Musik. Wahnsinn, yay. Toll. Ja, du ukulelisierst die Welt. Das kann nur gut sein. Ja. Ja, Jenny, und jetzt mal zu dir. Mhm. Du hast mich ja schon so toll begleitet bei, ich glaube, zwei Lieder. Der Libarski-Song und das Immer wenn du bei mir bist. Stimmt, da haben wir auch so ein Video eigentlich. Ja, und da haben wir dann sogar auch zu dritt ein Video gedreht. Leider ein etwas dunkles Video, weil im Herzen wurde es plötzlich irgendwie sehr schnell dunkel irgendwie. Und dann hatte ich immer mal überlegt tatsächlich, ob da nicht nochmal ein neues Video zugedreht werden könnte. Also falls ihr Lust habt, könnten wir diesen Sommer nochmal ein richtig cooles Sonnenvideo darauf machen. Mhm. Ja. Also, mal schauen. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht um deine Feature-Begabung oder deine ganzen Kontakte so zu anderen Leuten. Bist du da öfter mal angefragt? Bist du... Eigentlich jetzt nicht so oft. Also ich habe bei Uwe Banton mal zwischendurch ein paar Backing Vocals eingesungen und vor kurzem bei Michael von Mavics neuem Blues-Album. Okay. Da haben wir beide auch unsere Stimmen für eingesungen. Das war sehr schön. Ist jetzt auch draußen. Sitzt gerade raus, genau. Ach, cool. Und die Zusammenarbeit mit Uwe Banton war, glaube ich, auch schon bei dem Reggae Roundtable Song. Ja, genau. Und das war da hatten wir was zu tun und dann habe ich noch für zwei, drei eigene Songs bei ihm so ein bisschen was gemacht. Also das war echt ganz schön. Ja. Das ist ja auch echt ein entspannter Mensch einfach so. Ja. Das macht dann schon Spaß. Also mir ist aufgefallen, dass du das auch mit einer wahnsinnig tollen Präzision und Professionalität einfach auch im Studio umgesetzt hast, was ich mir für den Song gewünscht habe. Ja, danke. Also nochmal vielen Dank. Ja, ich mache sowas auch gerne. Also da wir ein Duett haben, habe ich ja selten die Gelegenheit, mal eine zweite oder eine dritte Stimme zu singen. Und mag aber Harmonien sehr gerne, also gerade stimmlich, das ist einfach schön. Und dann bin ich froh und mich entspannt das auch ein bisschen, wenn ich das dann mal machen darf. Oh cool, da werde ich vielleicht dann nochmal drauf zurückkommen. Sehr gerne. Wir
Wie geht's denn bei euch jetzt weiter in diesem Jahr? Was liegt so an? Gibt es überhaupt noch freie Termine bei euch? Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar freie Termine, aber sind auch tatsächlich schon bis Dezember gebucht. Okay, cool. Wenn ihr uns live hören wollt, das geht, wenn ihr in Bielefeld wohnt, am besten am 7. April beim Mutab-Festival, also ein buntes Straßenfestival mit allerlei Künstlern. Also da kommen Jongleure und Zauberer und Akrobaten und andere Musiker, die super toll sind. Also das wird richtig viel Spaß machen. Ja, super, ja. Da freue ich mich. Das ist ja hier dann bei mir in meiner City, da kann ich euch ja auch mal wiedersehen. Genau. Und gleich nochmal live vielleicht ein bisschen anfeuern. Ja, ja. Da freue ich mich drauf. Ja. Danke. Cool, dann sage ich nochmal lieben herzlichen Dank, dass ihr da wart. So tolle erste Gäste bei der Kultursafari. Applaus, Dankeschön. Applaus, Applaus. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann eben bald wieder und dann sagen wir mal tschüss. Tschüss. Tschüss.